1987 schlich Paul Michael Glasers Running Man eher unbemerkt über die Leinwände. Die US-Produktion mit einem R-Rating hatte ein Budget von 27 Millionen Dollar und spielte in Amerika etwas über die Kosten wieder ein. Damit war sie kein Erfolg und bekam zu Recht durchwachsenes Feedback von Publikum und Kritikern. Sie besitzt für manche einen Trash-Kult-Status. Die folgende Review wird massive Spoiler enthalten. Wie immer für die Filme, aber diesmal in besonderem Maße für die unbedingt lesenswerte Romanvorlage. Weshalb ich das hier ausnahmsweise nochmal erwähne. Er basiert auf dem 11. Roman von Stephen King, Menschenjagd von 1982. Erschien unter seinem Pseudonym Richard Bachmann. Erzählt ähnlich wie Todesmarsch zu meinen absoluten Lieblingsbüchern. Im Jahr 2025 lebt der arbeitslose Familienvater Ben Richards mit Frau und schwerkranker Tochter in den Slums der sogenannten Co-op City. Die Regierung und die öffentlichen Fernsehanstalten haben sich, ähnlich wie heutzutage mit unseren Staats-TV, zu großen Allianzen zusammengefunden. Durch das Fehlen der freien Presse, auch genannt die vierte Gewalt, die die drei Staatsgewalten kontrolliert, also die Exekutive zu Deutsch Behörden, die Legislative zu Deutsch Parlamente und die Rechtsprechung, findet Demokratie faktisch nicht mehr statt. Ebenfalls eine Parallele zu unserer aktuellen Situation, wo es auch durch die fehlende Gewaltentrennung keinen Rechtsstaat mehr gibt. Und seit der Abschaffung der Menschen- und Grundrechte mit dem zweiten Ermächtigungsgesetz im März 2020, das erste war im März 1933, durch das aktuelle faschistische Regime, diesmal unter dem Vorwand einer Pandemie, wie auch immer, haben wir ja eh ganz offiziell einen Polizeistaat. Seit Jahren Thema meiner Der tiefe Staat und Covid-1984 Videos. In der Geschichte sind noch zusätzlich die Großstädte infolge der jahrelangen Misswirtschaft total verseucht. Im Fernsehen laufen Gameshows, in denen Freiwillige, meistens aus Geldnot, zur Unterhaltung der Zuschauer gequält werden. Populärste Show ist Running Man, in der Zuschauer und zu der Fernsehanstalt gehörige Jäger einen jeweiligen Kandidaten im ganzen Land jagen und zu töten versuchen. Hierbei kommen oft nicht beteiligte Personen zu Schaden. Um die benötigten Medikamente für seine Tochter kaufen zu können, bewirbt sich Richards für eine der Gameshows und landet bei Running Man. Für jede überlebte Stunde sind ihm bzw. seiner ihn beerbenden Frau 100 Dollar versprochen. Sollte er es schaffen, einen gesamten Monat zu überleben, würde Ben den Jackpot und sein Leben gewinnen. Richards muss sich zweimal am Tag 10 Minuten mit einer Kamera selbst filmen und die Filme an die Gameshow schicken. Sollte er dies nicht tun, bekommt seine Frau kein Geld mehr. Er schafft es am Anfang ein paar Mal mit Glück zu entwischen. Schließlich spüren die Jäger den schwer verletzten Ben Richards doch noch vor Ablauf der Zeit auf. Er kann jedoch mit Hilfe einer Geisel ein Flugzeug entführen. An Bord der Maschine bekommt er das Angebot, selbst als Jäger in dem Spiel Running Man zu arbeiten. Erfährt aber auch gleichzeitig, dass seine Familie bei einem Überfall gestorben ist. Sinnentleert und physisch und psychisch am Ende steuert Ben die Maschine in den Wolkenkratzer der Fernsehanstalt. Cusack, der schweigsame Regisseur Andrew Davis, der später unter anderem Alarmstufe Rot und Auf der Flucht schuf, wurde während der Dreharbeiten nach einer Woche mit TV-Spezi Paul Michael Glaser ersetzt. Einigen vielleicht bekannt als Detektiv Starsky aus der 70er Jahre TV-Serie Starsky und Hutch. Der erzählte in einem Interview, er habe die Romanvorlage gar nicht erst gelesen. Ich allerdings habe sein Interview damals gelesen und habe mir das Kinoticket gespart. Danke nochmal für die Warnung, Detektiv Schlauberger. Wieder ein Fall gelöst. Der Originaltitel The Running Man ziert auch den 1961 erschienenen Roman über einen Versicherungsbetrug, The Ballad of the Running Man von Shelley Smith, dem Pseudonym von Nancy Hermione Boddington. 1963 ebenfalls verfilmt und gefloppt als Running Man, aka in Deutschland Der zweite Mann. Der Inhalt hatte anscheinend auch seine Inspirationsquellen. Ich wiederhole noch einmal die Regeln der großen Jagd. Eine Einrichtung von weltweiter Bedeutung, durch die man in unserer Zeit die Gewalttätigkeit legalisiert und legitimiert hat. Regel Nummer 1 lautet, jedes Mitglied muss sich verpflichten, 10 Jagden mitzumachen. 5 als Jäger und 5 als Opfer. Regel Nummer 2, der Jäger weiß genau über sein Opfer Bescheid. Name, Anschrift und seine Gewohnheiten. Regel Nummer 3, das Opfer darf niemals wissen, wer sein Jäger ist. 1965 erschien Elio Petris italienisch-französische Satire Das zehnte Opfer nach der Kurzgeschichte von 1953 The Seventh Victim von Robert Sheckley, der später den Film als Vorlage für einen gleichnamigen Roman benutzte. Mit dem Medien-Großevent namens Die große Jagd wird die Weltbevölkerung bei Laune gehalten. Wer es schafft, bei diesem Spiel 10 Duelle zu überleben, jeweils 5 als Opfer und 5 als Jäger, dem winken am Ende 1 Million Dollar. Der sehr unterhaltsame Film mit vielen verrückten Einfällen, bunten Sets und gut aufgelegten Stars war mit großer Wahrscheinlichkeit eine der Inspirationsquellen für Austin Powers. Da
walking. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Das Prämiensystem des Millionenspiels ist nach dem Wert-Zeit-Prinzip entsprechend der Spieldauer und der Tötungsschwierigkeit gestaffelt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Und herzlich willkommen zur 15. Folge des Millionenspiels. Ich möchte allen denen zu Hause sagen, die gesagt haben, 1 Million ist viel Geld, da mache ich mit. Sie merken, es ist nicht einfach. Bewaffnete Gangster immer im Nacken haben, ist, glaube ich, ein allzu gutes Gefühl. Frau Scheinfurt, ich sagte eben, Sie haben 5 Rauchbomben gestiftet. Sagen Sie, was denken Sie von diesem Spiel? Sehr modern. 1970 erschien Tom Tölles deutscher TV-Film Das Millionenspiel. Was soll man machen? Ebenfalls nach einer Kurzgeschichte von Robert Sheckley von 1958, The Price of Peril. In dem preisgekrönten, gut besetzten, sehr unterhaltsamen Film geht es um eine Fernsehshow, in der ein Kandidat eine Woche lang vor Auftragskillern flüchten muss. Die Bevölkerung ist dabei ausdrücklich dazu aufgerufen, ihm entweder zu helfen oder ihn auffliegen zu lassen. Der Film ist ein absoluter Geheimtipp. Schönen Dank, dass Sie dabei waren. Guten Abend und auf Wiedersehen. Ihr Thilo Uhlenhoff. Es sind ungefähr 1500 Zivilisten. Sie sind unbewaffnet. In der weit entfernten Zukunft von 2017 weigert sich der amerikanische Police Officer Ben Richards, demonstrierende Menschen niederzuschießen. Also wird ihm kurzerhand was angehängt und er landet als Todeskandidat in der Fernsehshow The Running Man, wo er vor Millionen von Zuschauern zu Tode gehetzt werden soll. Der wehrt sich allerdings und fängt an, die Jäger zu dezimieren. Der Soundtrack von Harold Faltermeier ist das einzig Positive in diesem Oberlangweiler und enthält auch Klassik- und Pop-Songs. Er ist recht einprägsam und hat einen hohen Wiedererkennungswert. Big crowd tonight. Better there than in the streets. Als ich damals den Film auf Video sah, waren meine Erwartungen dank des Feuerteufel-Desasters, der Rea M-Katastrophe und dem Interview mit dem Regisseur, der noch nicht einmal das Buch kannte, gleich null. Aber er schaffte es tatsächlich, da noch drunter zu bleiben. Running Man ist absolute Scheiße und mit Abstand die schlechteste Stephen King-Verfilmung, die ich kenne. Er hat aus meiner Sicht rein gar nichts mit dem Roman zu tun. Der in super fake ausschauenden Sets heruntergekurbelte Schrott ist nichts weiter als eine Aneinanderreihung von Filmszenen ohne echten Zusammenhang. Er hat eine erschreckend armselige Story auf Kleinkindniveau mit hier und da mal einer Gore-Szene. Der Film benutzt scheinheilig Medien und Sozialkritik nur als Vorwand für billigste Effekthascherei und ist mit Schwarzenegger und seinen ähnlich untalentierten Muskelprotzkumpels grauenhaft besetzt. Er kann aus meiner Sicht noch nicht einmal mit den Action-Szenen punkten, da die hier einfach zu einfallslos und 0815 auf TV-Niveau umgesetzt wurden. Und ja, ich weiß, er hat viele Fans, die das Buch nicht kennen und ihn einfach nur als Trashfest genießen und sich vielleicht wundern, warum ich gerade den so ans Kreuz nagel, wo es doch viel schlechtere Filme gibt, denen ich mehr durchgehen lasse. Vor 2001 habe ich den auch einfach nur belächelt und wartete gespannt auf die nächste Verfilmung. Aber nach der von der US-Regierung inszenierten 9/11 False Flag, bei dem angeblich 2 Flugzeuge WTC 1 und 2 zum Einsturz brachten, aber über den Einsturz von WTC 7, wo kein Flugzeug reinflog, bis heute nicht berichtet wird, wurde alles, was in Medien an das World Trade Center Attentat erinnert, umgeschrieben, gecancelt und sogar nachträglich aus aktuellen Projekten entfernt, wie bei der Zeitmaschine, Spider-Man und so weiter. Weshalb die auch meistens so ein beschissenes Finale haben. Und mir wurde klar, dass es dank des Flugzeug-Wolkenkratzer-Buchfinales wohl niemals eine werkgetreue Verfilmung geben wird. Und dieser Schrott die einzige Chance dafür verschwendet hat.